Herzlich willkommen, Nahis. Wir haben nochmal einen Interviewtermin, wieder über Internet. Wir haben uns auch ein Thema ausgesucht, im weitesten Sinne Sexualität, beziehungsweise, wenn man es einschränken will, Heilung durch Sexualität. Vielleicht kannst du einfach mal anfangen, darüber zu sprechen und ich stelle dann noch speziellere Fragen. Ja, also in letzter Zeit sind sehr viele Menschen an mich herangetreten mit dem Thema Sexualität. Und bei vielen Partnerschaften ist es einfach so, dass die zufrieden und glücklich leben, aber in der Sexualität nicht das ist, was sie sich erhoffen, wünschen. Und im Grunde genommen vorstellen. Und da geschieht dieses ganze Thema, ja, wie lebe ich glücklich oder erfüllt in meiner Partnerschaft auch mit Sexualität? Oder kann die Sexualität mich zur Heilung führen? Und es ist einfach so, dass die Menschen, wenn sie miteinander sind, sehr viele Vorstellungen in der Sexualität haben. A, wie es sein soll, B, zielgerichtet. Und dadurch, durch diese Vorstellung und durch diese Ziele, die in der Sexualität, in der Begegnung passieren, wird das Wesentliche gehemmt, und zwar die wahre Intimität. Und die wahre Intimität ist das, was den Menschen heilt. Die Frage ist einfach, wie komme ich dahin, was oft gestellt wird? Wie erlebe ich das? Wie kann ich das feststellen? Und das Wesentliche darin ist, dass in der Begegnung mit dem Partner gleichgesetzt, ich begegne mir in dem Moment selbst, meinem eigenen Selbst. Und sich auf dieses Geschehen einzulassen, sich übergeben, sich an das hingeben, was im Moment geschieht, das berührt, das bewegt in einem Selbst eine Kraft, die sich ausdehnt und aufsteigt. In Tantra wird es Kundalini genannt und es ist eine Energie, die höchst heilend ist und auch in dem Sinne eine lebendige Kraft, die fähig ist, alles Alte im Körper, was festgesetzt ist, zu zersprengen. Und die Frage ist, wie geschieht es? Wie kann ich es in meine Partnerschaft einbringen? Und die Einladung in so eine Begegnung ist, bei einem Paar innezuhalten, in dem Moment zu sein und reinzuspüren in dem Körper, was gerade ist. Jeder für sich selbst das zu erlauben, was gerade sich äußert. Ohne irgendwie eine Handlung zu provozieren oder ein Ziel zu verfolgen. Einfach nur diesen Moment erlauben, das Geschehen, was durch einen selbst sich ausdrücken möchte, Platz zu geben. Und durch das in diesem Moment geschieht etwas Magisches, Berührendes, wo ein Mensch sich an das Leben hingibt und den anderen Partner in sich einlädt, gewähren lässt. Und diese Begegnung, die da in dem Moment geschieht, sie ist im Fluss mit dem Leben. Es geschieht kein
Übergriff. Es geschieht auch kein Begrenzen. Es fließt einfach. Und durch dieses Fließen, was da geschieht, baut sich eine Energie auf oder eine sexuelle Energie auf, die alles nach oben führt, was bis jetzt noch nicht gesehen worden ist, was unterdrückt worden ist. Und in solchen Momenten kann vieles passieren. In solchen Momenten kann der Mensch so tief berührt sein, dass er auf einmal seinen Höhepunkt in einem starken Weinen erlebt oder in einem starken Wutausbruch erlebt oder auch einen Höhepunkt, der ekstatisch sich durch den Körper ausdehnt. Und das ist eine Sexualität, die Heilung bewirkt, die nicht fordert, die einfach lässt, die liebt und nicht bedrängt. Das ist eine Sexualität, die in sich die wahre Intimität verschmilzt. Ja, erstmal so zu diesem Bild, was Sexualität sein kann oder in Wahrheit ist. Meine Erfahrung ist, dass es eben schön in der Sexualität ist, wenn man eben offen rangeht und nicht irgendwie zielorientiert, also einfach zusammen ist, ohne auf was hin zu sein dabei, ohne auf was aus zu sein, sondern einfach spielerisch miteinander ist, spielerisch und offen, dass es dann einfach am schönsten ist und dass dann auch ganz unvorhersehbar ist, was passiert. Dann kann alles passieren, wie du sagst. Dann kann Weinen kommen, dann kann Lachen kommen. Da kann es einfach beim Spiel bleiben oder wirklich zur Sexualität werden. Ja, ist es auch deine Erfahrung? Vielleicht kannst du noch was speziell über das Spielerische dabei sagen. Ja, aber das Spielerische, das ist ja schon, beginnt schon damit an, dass wenn sich zwei Menschen begegnen, einfach an die, ohne Vorstellung an dieses Geschehen rangehen und reinspüren, was jetzt so passt, was einem selber gefällt und auch sich auch in dem in diese Interaktion auch auszutauschen. Das ist wie bei Kindern, die spielen und haben neues Spielzeug und sagen, so und so geht das und ich komme dann nicht weiter, vielleicht kannst du mir da was dazu zeigen oder so. Das ist genauso in der Partnerschaft, dass man Sachen ausprobiert und offen für diese Sachen ist und auch klare Grenzen sagt, heute, das mag ich nicht und auch das gehört zum Spiel. Weil man nicht immer spielen kann. Dann gibt es, wo man keine Lust hat zu spielen. Und all das gehört zu einer offenen Sexualität, dass man alles erlaubt, was in diesen Raum reinfließen möchte, aber genau darauf achtet, was der Impuls innen hergibt und was ich möchte und was ich nicht möchte in diesem Moment. Meiner Erfahrung kann es ja auch so sein, dass Paare zusammen sind und da ist so ein grundsätzliches Gefühl von mögen und stimmig und ja und das ist mein Partner und ich will mit dem zusammen sein, aber dass so der erotische Reiz irgendwie nachlässt und es dann auch nicht mehr so oft zu Sexualität oder zum Zusammensein kommt, worunter dann vielleicht beide oder auch ein Partner leiden kann. Was rätst du in dem Fall? Ja, also derjenige, der leidet, hat in sich diese Erfüllung
noch nicht gefunden, mit sich selbst diese Sexualität zu erleben und mit sich selbst zufrieden zu sein, mit dem, was gerade ist. Und auch die Erregung und die Ekstase in sich selbst geschehen zu lassen, ohne jegliche Hilfe. Wenn das in einem erlöst ist, angenommen ist, dann ist es kein Problem für denjenigen. Und es ist einfach so, ich erlebe, dass in einer Partnerschaft, die wirklich offen ist miteinander, dass diese heiße Phase, die man am Anfang hat, einfach mit der Zeit nicht mehr da ist, aber sich etwas eher anderes entwickelt. Und das andere ist, dass eine gewisse Atmosphäre sich durch die Begegnung, durch die tägliche Begegnung mit dem Partner irgendwann ergibt, wo beide entspannt sind, wo etwas anfängt wieder zu kribbeln, wo es nicht mal äußerlich sichtbar ist, trotzdem eine Anziehung wieder wach wird, die nicht mehr auf der äußeren Ebene abläuft, wie bei erotischen Aussehen oder so, sondern auf der inneren Ebene eine Anziehung, die kribbelt, die etwas bewegt. Und dann ist eine Motivation beiderseits, weil beide das in dem Moment erfahren, der eine mehr, vielleicht der andere weniger oder beide gleich, was aus dieser Anziehung dann wird. Und das ist unterschiedlich, wie sich das dann im Grunde genommen zum Schluss offenbart. Ja, was kannst du zur Häufigkeit von Sexualität sagen? Also da können ja auch die Bedürfnisse unterschiedlich sein. Also dass ein Partner, für den reicht es, alle paar Wochen mal zusammen zu sein, und der andere Partner, für den wäre es aber natürlich von seinem Körperfluss her, wenn er, was weiß ich, mehrmals die Woche Sexualität hätte. Das kann ja auch dann eine Art Leiden entstehen, wenn das nicht so ist. Wenn man trotzdem aber, wenn sonst vielleicht alles stimmt mit dem Partner und man auch Liebe für ihn empfindet, zusammenbleiben will. Wie kann man mit so einer Situation umgehen? Ja, die Bedürfnisse sind in jedem Menschen unterschiedlich veranlagt. Und ich sehe so, wenn in mir ein Bedürfnis ist und mein Partner es nicht will, bin ich einfach mit diesem Bedürfnis, spüre ich das, was da ist, und erlaube diese Lebendigkeit und genieße das. Aber ich versuche nicht, meinen Partner dazu überzeugen und zu gebrauchen, damit er mit mir gemeinsam das, was gerade da passiert, genießt. Oder ich muss es ausagieren. Das ist auch nicht das Ziel dessen, sondern es ist etwas, was kribbelig ist, was sich gut anfühlt, was sexuelle Energie strömen lässt. Wunderbar. Ich lasse mich darauf ein, ich lasse mich auf diese Erregung ein und schaue, was dann passiert in diesem Körper. Und wenn das erlaubt ist, füllt mich diese Energie und ich genieße es, und da fehlt nichts in diesem Moment. Wie siehst du das, wenn Menschen in einer festen Partnerschaft in Anführungsstrichen leben, zusammen auch glücklich sind, aber dann doch auch Interesse haben für andere Menschen, für andere Partner? Ist das einfach natürlich, dass der Mensch, dass Liebe nicht beschränkt ist auf einen Partner, sondern dass auch andere, dass zu anderen Menschen Liebe empfunden werden kann oder auf jeden Fall Anziehung? Wie siehst du das und wie gehst du damit um? Ja, also in dieser Frage sind so zwei Sachen. Und zwar eine, ich bin in eine feste Partnerschaft, Anführungsstrichen, und lebe es und interessiere mich für andere und agiere ich es aus, oder erlaube ich einfach den Interesse? Das sind zwei Sachen. Also für mich ist das so, dass ich, wenn ich das beobachte, dass die Partnerschaft stimmig ist und dass alles gut ist und
es gibt Menschen, die mir gefallen, wo eine Anziehung ist oder so, aber es ist kein Bedürfnis, das auszuagieren. Und es gibt Menschen, die diesem Bedürfnis ausagieren, dass sie sowohl als auch eine Partnerschaft führen und mit anderen Menschen ins Bett gehen und das da erleben möchten. Und sie fühlen sich gut damit. Meine Erfahrung ist es so, dass ich zwei Partnerschaften gleichzeitig oder sowas gewinnt nicht an Tiefe in eine Partnerschaft. Das ist irgendwas ist nicht satt, irgendwas ist nicht stimmig und da muss ich mir das woanders holen. Oder ich bin so veranlagt, dass ich das so leben möchte. Und wenn ich so veranlagt bin, dann brauche ich so einen Partner, der das mit mir genauso teilen kann. Und wenn das so ist, dann ist es okay. Für mich ist es schön, es zu erleben mit einem Menschen und ich mache die Erfahrung, dass es einfach diese Liebe und diese auch die Sexualität einfach ganz andere Tiefe gewinnt und Sensibilität. Und das ist das, was interessant ist. Und ich kann von vielen Tellern essen und viele Sachen probieren. Aber ich kann eine Mahlzeit zu Ende essen und die Grundessenz von dieser Mahlzeit oder die Grundgewürze dieser Mahlzeit erschmecken und mich von ihr erfüllen lassen. Ja, ist jedem überlassen, was er im Grunde genommen, wie er das leben möchte. Ne? Ja, aber es muss irgendwie immer zusammenpassen mit dem Partner. Ja, ne? Ja. Wenn in so einer Situation Eifersucht aufkommt, dann empfiehlst du wahrscheinlich, das einfach nur zu spüren, ohne es auszuagieren. Die Eifersucht, der jetzt damit nicht einverstanden ist in diese Partnerschaft. Ja. Ja, also das ist, wenn Eifersucht da ist, dann ist das im Grunde genommen nicht ausgewogen und nicht erlaubt, auch diese Partnerschaft in so vielfältigen Weisen zu leben. Also dann ist es nicht stimmig. Und Eifersucht, würde ich auch sagen, dann darf die Eifersucht in diesem Moment gefühlt werden. Und dann dahinter schauen, ob das für einen wirklich die Partnerschaft in solchen Formen geeignet ist. Ich erlebe es so, dass auch Körperkontakt jetzt ohne Sexualität, ohne erotische Erregung, also sehr schön sein kann. Also wenn man zum Beispiel zusammen im Bett liegt und der eine liest vielleicht etwas und der andere hört vielleicht etwas oder liest auch was oder man liest sich was vor oder dass einfach dieser Kontakt Haut auf Haut sehr angenehm und nährend ist. Ja, hast du da, geht es dir ähnlich? Da hast du jetzt etwas angesprochen. Es ist einfach so, dass ich nicht gerne lese. Und es ist tatsächlich so, dass Namitan manchmal bei mir im Bett liegt und Sachen vorliest. Und auch ich das total genießen kann in diesem Moment. Und es total erfüllend ist. Einfach das Gelesene aufzunehmen, diese Energie zu spüren, weil sie auch total gerne liest und auch so liest, dass ich die Dinge verstehe, weil ich mehr durch das Hören aufnehme als durch das Sehen. Und es ist einfach ein Genuss dessen, dass beide miteinander sind und keine Idee von dem, was da ist, was vorgelesen wird oder was gerade passieren kann, nährt und füllt mit dem Dasein zweier Menschen, die sich genießen in diesem Moment. Ja, wenn Körperkontakt so genossen werden kann, ist das was Natürliches oder zeigt das hin auf ein Defizit, was vielleicht in der Kindheit passiert ist?
Sowohl als auch. Also, wenn Menschen auf der Suche sind und brauchen unbedingt einen Menschen, der sie berührt, weil sie denken, es fehlt ihnen etwas, dann kann es ein Defizit in der Kindheit gewesen sein, aber der grundsätzliche Defizit ist, dass der Mensch nicht bereit ist, sich selbst zu fühlen. Wir suchen nach Berührungen, wir suchen nach Nähe, weil wir nicht bereit sind, uns selbst zu fühlen. Und durch jede Berührung, die wir bekommen oder auch selbst geben, erfahren wir uns selbst in diesem Moment. Wir fühlen uns selbst, wir fühlen nicht den anderen, wir fühlen nur uns in diesem Moment. Und dafür, in der unbewussten Phase, werden Menschen dafür benötigt, um das zu erfahren. Und ist der Mensch bereit, bei sich zu schauen und in sich diese Liebe oder diese Berührtheit zu erleben, dann öffnet sich ein neuer Raum, wo er das erfahren kann, auch ohne Berührung. Weil das tun wir. Das tun wir ständig im Alltag. Wir sehen einen Menschen, zack, und es passiert etwas und wir spüren etwas. Wir gehen im Wald, zack, wir spüren etwas. Wir gehen in einen Raum oder in ein Kaufhaus und da, wir fühlen etwas. Wir fühlen ständig. Aber diese Aufmerksamkeit und diese Wachsamkeit für das, was in unserem Körper ist, geht verloren. Und sie geht verloren durch das Denken. Durch das Denken, was mit vielen Vorstellungen besiedelt ist. Wie sollte mein Leben sein? Wie sollte meine Partnerschaft sein? Wie viel Geld muss ich verdienen? Und so weiter und so fort. Alles das, diese ganze Beschäftigung des Verstandes, stört das Feld des Fühlens. Und wenn wir aber uns zuwenden, wieder uns daran erinnern, wie es ist, uns zu spüren und immer wieder da reingehen und es erlauben, wird diese Energie immer mehr wach, immer mehr präsent. Und je mehr sie präsenter wird in unserem Körper, desto weniger sind Bedürfnisse da, um von jemand anderen es zu verlangen, dass er mich dann berührt, damit ich mich spüre. Das tritt im Hintergrund. Und wenn es im Hintergrund tritt, dann bin ich entspannt mit meiner sexuellen Energie, mit diesen Gefühlen, die da sind. Es ist lebendig, es ist kraftvoll. Und dann ist es egal, ob ich mit einem Partner schlafe oder nicht, ob er mich berührt oder nicht, weil es einfach da ist. Das, was wir wirklich sind. Ja, ich kann das nachvollziehen, dass man eben auch mit sich selbst sehr zufrieden sein kann und Liebe spüren kann und Berührtheit und dass dann nicht so ein Bedürfnis nach Berührung im Äußeren ist. Aber für mich sieht es trotzdem so aus, dass es eine natürliche menschliche Seite ist, dass der Bedarf nach Nähe und Wärme und Körperkontakt da ist. Ich glaube, das hat sich einfach in der Evolution so entwickelt für die Menschen. Also für mich ist das auch, hat das einen sehr großen natürlichen Anteil. Ja, es hat sich entwickelt. Was ist die Ursache? Warum hat sich das so entwickelt? Weil die Menschen sich von sich selbst entfernt haben und es bei dem anderen angefangen haben zu suchen. Und es ist nichts verkehrt daran, bei anderen zu suchen und das mit anderen zu erleben. Jedoch der Schritt zu sich selbst, zu dieser Erfüllung, zu dieser Offenheit für diese Energie, ist ein Schritt, wo man sich dafür öffnet, in sich selbst diese Energie zu spüren, sie zu erlauben. Und wenn sie da ist, es ist frei fließend. Und wenn es frei fließend ist, kommen automatisch auf einem Berührungen zu, Umarmungen zu. Und das ist etwas
wo dieser Mensch total entspannt ist und man ist nicht mehr auf der Suche, bei jemandem irgendwas zu bekommen und die Anstrengung fällt aus. Es geschieht eher ein Genießen mit sich selbst und dann ist das andere, tritt in den Hintergrund und wenn es passiert, ist es okay und wenn der Mensch es nicht bekommt oder nicht in dem Moment eine Umarmung folgt, es ist auch okay. Und das ist totale Freiheit in diesem Moment. Aber ich erlebe es auch so, dass Menschen, die zu mir zur Behandlung kommen, auch durch die Matrixheilung, die da geschieht, die genau auf das Sexualchakra, das Auflegen der Hand passiert, dass das sehr wichtig für sie ist. Sehr wichtig ist, da die Hand aufzulegen, da die Hand für eine gewisse Zeit zu halten, sodass der Mensch sich erinnert an diese Energie. Und auch das ist ein wichtiger Aspekt, den Menschen durch Berührung zu begleiten. Meine Erfahrung ist, dass auch Berührung durch Tiere, also zum Beispiel durch eine Katze, die sich auf die Füße legt oder so, selbst wenn es jetzt nicht direkt Körper zu Körper ist, sondern eine Decke dazwischen oder so, dass das auch sehr schön und als sehr rund und stimmig empfunden werden kann. Ja. Hast du auch diese Erfahrung? Ja. Also unser Kater, der, wenn der hier ist, und wir sind beschäftigt und müssen aufräumen oder was auch immer, sind gerade auf dem Sprung. Der geht ins Haus und geht wieder raus. Setzen wir uns und gucken wir uns einen Film an und er merkt, oh, hier ist ja, die wollen sich hinsetzen, wollen sich entspannen, wollen jetzt einen Film angucken. Zack, springt er auf die Couch und legt sich hin. Immer zwischen uns beide, damit er von vier Händen verwöhnt wird. Also er weiß, wie es geht. Ich möchte noch mal zum Thema eben Sexualität zwischen Mann und Frau zu sprechen kommen. Und zwar ist meine Erfahrung, wenn der Mann sich eher zurückhält, also nicht, eigentlich nicht richtig zurückhält, aber auf jeden Fall nichts forciert, einfach sehr gelassen ist und ja, was dann in der Sexualität passiert, auf sich zukommen lässt, dass das eben von Vorteil ist, dass es dann harmonischer ist, weil die Frau von Natur aus eher ein längeres Vorspiel und eine ausgedehnte Sexualität, das entspricht der Frau eigentlich mehr. Das, vielleicht kannst du was dazu sagen. Ja, sowohl als auch, aber dieser Rückzug darf nicht zum Plan werden. Das heißt, ich ziehe mich zurück, um, damit die Frau jetzt mich mehr mag oder mich mehr ranlässt, dann halte ich mich zurück. Aber das ist nicht als Grundsatz zu sehen. Wichtig ist, dass der Mann in der Partnerschaft mit einer Frau Zeit gibt, Zeit sich selber gibt und auch Zeit der Frau gibt. Und in dem Moment, wenn der Mann achtsam ist mit seiner Energie und reinspürt und es ohne Ziel einfach geschehen lässt in dem Moment und auch hört und wachsam ist mit der Frau, kann sich in dem Moment etwas öffnen und etwas öffnen, was auf eine andere Ebene die beiden Menschen hineinführt. Und zwar auf eine Ebene, die total sensibel ist, total fein ist, die den Menschen in dem Moment erlaubt, etwas wahrzunehmen, was die Essenz oder was die beiden Menschen führt. Und das, was da geführt wird, ist etwas, was wir Gott nennen, was wir Leben nennen, was aus dem Moment heraus geschieht, wo sich ein Einlassen auf das, auf den jetzigen Impuls, auf den Atem, alles in diesem Moment reinströmt. Das bewirkt, dass sich die Frau mehr fallen lässt, dass der Mann sich auch in diesem Moment mehr fallen lässt. Und
aus der aktiven Handlung geschieht eher eine passive Aktivität. Und diese passive Aktivität führt das, was da in dem Moment aufgestiegen ist, was lebendig wurde, zu einem Feld, das sich langsam nährt und ja, in etwas mündet, was beide in dem Moment nicht ahnen können, was zum Schluss der Begegnung geschehen kann. Das nenne ich Tantra. Also das ist ein energetisches Feld, was sich verwebt, weil die Körper können nicht verschmelzen. Die Energien können in diesem Moment verschmelzen. Und diese Energien, die in dem Moment verschmelzen, berühren die Menschen auf einer inneren Ebene. Und durch diese Berührung, die da geschieht, ist das etwas, was auf eine Ebene geht, wo der Mensch nicht nur den Körper spürt, sondern mehr seine Seele, sein Herz, seine Liebe spürt in diesem Moment. Wir könnten es eine Transzendenz in dem Moment auch benennen. Und das ist das, was total alles in dem Moment, das ganze Denken und Vorstellung an Sexualität und Berührung löscht und nur das Geschehen im Mittelpunkt da ist. Und dieses Geschehen ist so tiefgreifend, dass man es nicht mit Worten beschreiben kann, dass man das wirklich nur erleben kann und für sich ja, als Genuss ja, nehmen kann. Ja, dann bleibt irgendwie die Zeit stehen, ne? Also, ja, das, ja. Und es kann auch wirklich sein, dass sich das dann vielleicht über Stunden hinzieht, ne? Ja. Weil ja, dann, ja, es ist nichts mehr wichtig, außer eben das Zusammensein und Fühlen. Ja, ja. Ein Feld voller Fühlen. Und das ist so gefühlt, dass es so lebendig und satt ist, dass keine Handlung mehr notwendig ist in diesem Moment. Und das ist total entspannend. Das ist total entspannend und wahrhaftig genussvoll. Ich erinnere mich daran, dass Osho immer wieder betont hat, dass oder empfohlen hat, dass der Mann nach dem Orgasmus, wenn es ihm irgendwie möglich ist, weiter den Kontakt zur Frau haben soll, also sie streicheln soll zum Beispiel. Ja, weil der Mann, der neigt so ein bisschen dazu, nach dem Orgasmus ja, schnell müde zu werden, einzuschlafen oder so. Und Osho hat ja vieles gesagt, aber das hat er immer wieder gesagt, dass es wichtig ist, dass der Mann dann auch danach bei der Frau bleibt irgendwie, also mit seinem Bewusstsein und seiner Energie und mit Berührung. Was kannst du dazu sagen? Ja, also das ist ein Punkt, wo ich es erfahre, dass es total wichtig ist, ja, für eine gewisse Zeit miteinander noch da zu sein. Und auch wenn beide in dem Moment oder der Mann vielleicht vor allem erschöpft ist, auch miteinander einzuschlafen, das ist etwas, was in dem Moment die Energie bündelt und setzt und auch eine gewisse Vertrautheit ja, schenkt, dass das nicht einfach jetzt ein Akt war, ich bin fertig und gut ist es, und sondern ich bin auch jetzt mit dir und ich bedanke mich mir bei dir, also innerlich. Das ist eine Wertschätzung und eine Verehrung an die Frau und es fühlt sich in diesem Moment rund an und erholsam auch für beide, ja. Ich habe jetzt noch ein Thema, was du vielleicht noch nicht selber erlebt hast oder weil eben du noch nicht älter bist, sondern noch relativ jung, aber
Wie ist es, vielleicht weißt du es von Klienten, wie ist es im Alter, wenn also die Menschen über 60 werden und irgendwann dann vielleicht auch 70 und natürlicherweise nimmt ja die Sexualität ab, aber das Bedürfnis nach Nähe und Zusammensein ist immer noch da. Kannst du was sagen über die Ausdrucksformen, körperlichen Ausdrucksformen von Nähe im Alter? Ja, also da sind sehr viele Teilnehmer auch hier, die im Alter auch wieder Sexualität noch für sich neu finden und wollen in der Hinsicht, weil die alte Form sie nicht mehr zufriedenstellt. Also die Vorstellungen, die Leistungsprinzip und Ziele und so weiter und so fort. Das heißt, dass es sowohl als auch gibt, also Menschen, die sich zurückziehen, sagen, ich habe jetzt genug Sexualität erlebt und ich will jetzt nur mit mir zufrieden sein und in Liebe sein. Und mein Partner will immer, aber ich will nicht mehr, weil ich bin schon 65 und ich möchte mich einfach nur genießen. Und die Anziehung ist einfach nicht mehr für die Sexualität da. Und es kann viele Gründe haben. Es kann, ein Grund kann es haben, dass die Frau in diesem Falle schon sehr viel Sexualität erlebt hat und die Form, die sie bis jetzt erlebt hat, nicht wirklich zufriedenstellend waren und sie damit für sich abschließt und sagt, ich möchte das jetzt nicht mehr und ich will eher mich genießen, mich selbst lernen zu fühlen. Und wenn sie diesen Weg wählt und sich auf ihre Gefühle einlässt, dann wird die Sexualität offensichtlich und auch sehr, sehr schnell in den Hintergrund treten, weil sie die Erfahrung macht, dass sie mit sich selbst zufrieden ist und die Gefühle, die sie da hat, genauso viel ihr geben, wenn nicht mehr, als eine Sexualität mit Partner. Das ist der eine Feld. Und das andere ist, was ich bei den Männern oft erlebe, die hier kommen, dass sie im Alter anders diese Liebe erfahren wollen, anders diese Sexualität erleben wollen. Aber sie wissen es einfach nicht wie. Und es gibt da viele Möglichkeiten, wenn die Paare zu mir zur Beratung kommen, dazu Prozessen, dass sie lernen können, aufeinander einzugehen, in dem Moment auch zu erlauben, was in einem so selber ist, auch anzusprechen und sich auch dafür zu öffnen. Und wenn diese Möglichkeit da ist, dieser Raum offen da ist, dass man sich öffnet, vor allem bei Männern sich verletzlich zeigt, dass er vielleicht in dem Alter auch nicht mehr so kann wie früher, und aber trotzdem möchte. Und auch mit diesem Thema heranzugehen und auch diese Verletzlichkeit oder Unzulänglichkeit zu erlauben, öffnet wieder eine Vertrautheit zu der Frau. Und wenn diese Vertrautheit geöffnet ist und man will nichts mehr verstecken, dann öffnet sich diese Sexualität wieder neu und die kann wieder aus anderem Feld kommen und aus diesem Feld, die sie jetzt entspringt, ist das ein Feld, der aus dem Herzen kommt und nicht aus einem Leistungsprinzip. Und das Alter hat als Schlusssatz dazu nichts damit zu tun, dass der Mensch dann weniger Sexualität lebt oder gar nicht. Das kann genauso sein wie beim 20-Jährigen. Ich weiß nicht, ob es bei dir schon vorgekommen ist, dass ein Klient da war, der davon berichtet hat, sich vielleicht körperlich zu dopen, sage ich jetzt mal, mit Viagra oder ähnlichen Mitteln. Und kann das eine Hilfe sein oder ein Übergang in der Übergangszeit oder ja, oder wie stehst du überhaupt zu solchen chemischen Hilfsmitteln? Gar nicht.
Also es ist, wenn ich mich in dem Moment dope, dann möchte ich wieder mir etwas beweisen oder der Frau etwas beweisen und erlaube mir nicht, so zu sein in dem Moment, wie ich bin. Es gibt auch Männer, die zu mir kommen, die auch impotent sind und weil sie einfach Medikamente nehmen und durch viele Medikamenteneinnahmen geschieht Impotenz oder auch durch eine tiefe Verletzlichkeit, wo der Mann dann sagt, es geht nicht mehr, es passiert nichts mehr. Und das wird durch keine medizinische Hilfe unterstützt, durch keine Chemie. Es geht eher mehr darum, sich wieder dem zuzuwenden, was versteckt ist, was blockiert ist. Und das gelingt nur einem Menschen, wenn der bereit ist, dahin zu schauen, da reinzuspüren und sich wirklich darauf einzulassen. Und die Möglichkeit ist da. Und wenn eine Energie abgebremst ist, dann hat das einen Sinn. Dann sagt das Leben, Moment, das wird jetzt im Moment nicht funktionieren. Also, wie ist das denn, wenn das jetzt im Moment nicht funktioniert? Wie fühlst du dich dann damit? Und da ist die Hausaufgabe, sich mit diesen Gefühlen anzufreuen, die da sind. Ja, ich glaube, ihr habt auch noch Fragen, die ihr gesammelt habt von Patienten zum Thema, die ihr vielleicht, könnt ihr jetzt vielleicht auch mit beginnen. Ja, das eine da, das erste. Ja. Ja. Mhm. Eine Frage oder ein Bericht auch von einem männlichen Teilnehmer. Ich habe viel Sexualität in meinem Leben erfahren und bin an dem Punkt gekommen, dass ich sagen kann, ich mag Sexualität, ich bin mit ihr nicht im Widerstand, aber diese alte Form mit den alten Vorstellungen sich aufgelöst hat. Und eine neue Idee wach geworden ist, dass es in der Sexualität nicht um Sex gleich Befriedigung geht, so wie wir es uns allgemein vorstellen, sondern eher um eine tantrische Begegnung. Es ist jetzt nur so eine Ahnung davon. Kannst du mir dazu etwas schreiben? Wie ist eine tantrische Begegnung? Und kann ich es bei dir lernen, dieses so zu erfahren? Ja, also bei diesem Herrn ist das einfach so, dass er erkannt hat, dass alles, was er bis jetzt erlebt hat, eher der Befriedigung diente und im Grunde genommen eine gewisse Leere da ist nach jeder Begegnung, die er mit den Frauen hatte. Und seine Frage ist, was ist jetzt eine tantrische Begegnung? Wie wir schon bereits etwas erläutert haben, ist es so, dass in eine tantrische Begegnung gibt es diese Vorstellung nicht von Sexualität, gibt es diese Vorstellung nicht, was will ich da erreichen. Auch keine Heilung kann ich in tantrische Begegnung nicht erreichen, wenn ich es forciere. Und die Einladung da ist für ein Paar, sich den Raum zu geben, sich den Raum zu geben, sich auf sich selbst in dem Moment einzulassen. Ganz praktisch fragen sich mich die Menschen, wie ist das, wenn du das mit mir als Paar hier machst? Und ich kann keinem Menschen sagen, so und so mache ich das. So und so wird das gemacht und solche Fragen müsst ihr beantworten. Das geschieht immer von Moment zu Moment. Und für mich ist es wichtig, dass die Menschen in diesem Moment, wenn sie hier sind, bereit sind, das zu spüren, was in ihnen gerade geschieht. Und dafür, was ich grundsätzlich anbiete, ist immer vorher eine Meditation. Eine Meditation, wo der Mensch die Möglichkeit hat, sich wahrzunehmen. Sich wahrzunehmen und reinzuspüren, ob der Körper offen ist, ob der Körper bereit ist. Und zu schauen, wo man selber steht, was da im Moment sich verbirgt. Und wenn man diese Sensibilität für sich selbst entdeckt,
und auch auf sie hört. Kann der Mensch oder das Paar transportieren, nach außen transportieren, indem sie damit kommunizieren. Das ist jetzt in mir so und ich nehme das wahr. Und es, wie ist es jetzt so bei dir? Und magst du mir darüber was sagen? Und im Grunde genommen ist es so, dass es nach und nach geschieht, die Öffnung vom Paar diese sexuelle Energie, und die ist dann in dem Moment authentisch. Sie ist authentisch, weil sie frei fließt. Sie wird nicht provoziert, sie wird nicht erzwungen oder abgefertigt, sondern sie fließt frei. Und das ist die tantrische Begegnung. Eine tantrische Begegnung kann nur geschehen, wenn beide Paare in diesem Moment in einem Strom von einer liebevollen Energie umgeben sind, durch die eine sexuelle Energie in ihnen wach ist. Und diese Energie, die bewegt das alles. Nicht mein Verstand, nicht der Wille, was ich in dem Moment gerne erreicht hätte, sondern einfach, was geschehen werden soll. Und das übergibt das Paar in dem Moment an das Leben. An dem Moment selbst. Ja, ja, ich habe hier eine Frage von einer Dame. Ich bin als Kind missbraucht worden und war bei einigen Veranstaltungen mit dir. Und ich sehe in deinen Augen und höre, wenn du über Sexualität sprichst, dass da so eine Unschuld und Freude ist und einfach etwas Schönes. Bei mir ist durch den Missbrauch eine Assoziation übrig geblieben, dass Sexualität gewalttätig ist, also nichts Schönes. Ich bin seit 2 Jahren glücklich verheiratet mit einem sehr einfühlsamen Partner, der mich auch schon zu etlichen Therapeuten begleitet hat, um dieses Thema zu heilen. Aber keiner dieser Therapeuten hat diese Leichtigkeit und Unschuld in Verbindung mit dem Thema Sexualität ausgestrahlt wie du. Meine Frage an dich: Ist es möglich, nach so einem Vorfall, dass ich in meiner Partnerschaft diese Verspieltheit und Unschuld in der Sexualität wiedererleben kann und mich wieder darauf einlassen kann, was ich ja auch will? Ja, es ist möglich. Also ich erlebe es oft bei Frauen, die missbraucht worden sind körperlich, dass die Bereitschaft in ihnen wach wird, dieses Thema zu heilen, wenn sie einen Partner finden, einen passenden Partner. Und meistens ist das so, dass die einfühlsamen Partner finden, der sich auf dieses Thema einlassen möchte. Und bei dieser Dame ist das der Fall, dass die Bereitschaft da ist, hinzuschauen, aber auch die Bereitschaft, mit dem Partner gemeinsam sich an dieses Thema hinzugeben. Und meine Empfehlung ist, bei solchem Thema, wenn gerade etwas wach wird und die Frau auch äußert, dass sie sich jetzt diesem Thema zuwenden möchte, auf 2 Ebenen zu arbeiten, und auf eine Ebene, wo sie den Mut für sich gewinnt und sagt, ich möchte da hinschauen, ich möchte mich diesen Gefühlen zuwenden, die durch diese Vergewaltigung in mir ausgelöst worden sind. Und ich kann sie nicht provozieren, ich kann nicht sagen, ich mache jetzt dieses Thema und jetzt möchte ich das abarbeiten, damit ich frei bin für die Sexualität. Die Gnade ist in dem ganzen Zusammenhang da, dass der Mann bereit ist, mit ihr da durchzugehen. Und wenn dieses Paar miteinander an die Sexualität herantritt und sich erfährt, kann diese Frau
durch die Offenheit auch des Mannes immer sagen, so, das mag ich nicht. Das ist jetzt für mich unangenehm. Oder sie kann auch in dem Moment sagen, stopp. Und da ist der Hinweis für die Frau, dass sie in dem Moment genau reinspürt, was diese Berührung in ihr auslöst. Und auch für diese Berührung und dazugehörigen Gefühl sich zu öffnen, sich diesem Gefühl zu öffnen. Und in dem Moment ist für den Mann ganz wichtig, dass er Zeit sich in diesem Geschehen gibt und wartet und ihr erlaubt, dass sie reinspürt und dieses Gefühl auch ausdrückt oder einfach nur fühlt. Und dadurch kann Heilung geschehen, weil jede Berührung, die in dieser Form bei dieser Frau dann folgt, erinnert sie an das, was sie erlebt hat. Aber je mehr sie sich diesen Erinnerungen und den dazugehörigen Gefühlen zuwendet, wird auf einmal ein neues Feld wach und ein Feld, wo eine viel stärkere Erinnerung wach wird. Und diese stärkere Erinnerung, die da ist, als was ohne die Geschichte, ohne dieses Missbrauch, ein Feld an eine Energie frei wird, die total kraftvoll ist, ist lebendig. Und so wird die Frau es erfahren, dass das, was in mir wirklich ist, ist nicht kaputt, ist nicht weg, sondern einfach war die ganze Zeit verdeckt. Aber ich darf es jetzt wieder nützen, ich darf es jetzt wieder leben. Und ohne diese Geschichte ist es total frei, unschuldig, unberührt und kraftvoll. Also in so einem Fall ist es also wichtig, dass die Frau besonders genau darauf achtet, was für sie stimmig ist und was bei ihr ausgelöst wird und wie sie für sich selber sorgen kann und ja, was für sie einfach passt und was nicht, ja? Ja, genau. Und das ist total heilsam, wenn so ein Mann, der dann auch ihr geschenkt wird vom Leben, offen ist in diesem Geschehen und einfach verweilen kann und es wertschätzt und ehrt in dem Moment, dass die Frau das offenbart und auch zeigt. Sie geht wieder an diesen Punkt des total Verletzlichen, des total Machtlosen und das ist das Wesentliche, dass das aufsteigt und sie spürt, es ist ein Mensch da, es darf geschehen und es wird mir nichts angetan. Und im Grunde genommen, da gewinnt sie Schritt für Schritt immer mehr Vertrauen wieder in diese Energie, dass sie ja, für sich gut sorgen kann, dass es nicht nochmal passiert oder so. Ne? Das heißt, die Geschichte, was jetzt konkret passiert ist, ist gar nicht so wichtig, sondern die Empfindungen, die dadurch ausgelöst werden. Also die Geschichte, der soll man vielleicht gar nicht so viel Energie schenken, so viel Aufmerksamkeit, sondern den Empfindungen, die dann jetzt im Moment da sind. Ja. Dann ist man direkt an der Stelle, was verkapselt war, durch so eine Erfahrung. Verkapselt sich etwas, also ein Gefühl wird dann geschützt und unterdrückt und dann entsteht eine harte Schicht drum. Und jetzt geht es wieder darum, aus dieser harten Schicht rauszukommen. Und die harte Schicht durchbricht man, indem man sich für sie öffnet und für sie da ist und erlaubt, dass sie selbst diesen Impuls bekommt, ja, jetzt darf das hier sein, jetzt darf diese Verletzlichkeit da sein, ich darf machtlos sein und es gibt einen Menschen neben mir, der das genehmigt, der mich nicht übergeht, der mit mir einfach ist.
Ja, habt ihr noch weitere Fragen? Ein Herr, der anfragte, meine Partnerin und ich haben keine Probleme in der Beziehung, aber wir würden gerne die Sensibilität und die Intensität in unserer Sexualität erhöhen. Kannst du uns da begleiten und wie würde das aussehen? Ja, also grundsätzlich auch die Frage, kann man die Sensibilität in eine Sexualität um die Intensität erhöhen? Ja, aber nicht, indem wir es forcieren. Und zwar, wir können etwas erhöhen, aber nicht wirklich wir, sondern in dem Moment durch das Geschehen lassen, wie wir sind. In diesem Moment öffnet sich das, und wenn sich das öffnet, erhöht sich das. Und das, was sich erhöht, gibt automatisch eine größere Intensität. Und diese Intensität ist relevant in einer Begegnung miteinander, weil diese Intensität bestimmt vor, was jetzt dran ist. Diese Intensität kann in eine Berührung übergehen. Die Intensität kann einfach nur in ein Liegen übergehen oder einfach in einem ruhigen Zustand, in dem man die Augen schließt und meditiert. Und wichtig ist, dass der Moment an sich total wertgeschätzt wird. Und in diese Wertschätzung für diesen Moment, was da durch das Erleben vom Paar geschieht, wird ein neuer Impuls gesetzt. Und diese Impulse, die dann immer wieder neu kommen, sie brauchen ihre Zeit und sie brauchen auch von einem selber immer das Okay und sich immer wieder neu an den Moment anzuvertrauen, dass was jetzt in dem Moment geschieht, so sein darf und so sein soll, ohne dass ich etwas jetzt verändern möchte und in eine bestimmte Richtung schieben möchte. Wenn das geschieht, wenn ich diesen Impulsen immer neu folge, kann die Intensität sich von Moment zu Moment erhöhen. Und in welche Bereiche sie eindringt, ist wichtig, von jedem selber das dem Leben zu überlassen. Und die Frage, ob man das bei mir lernen kann oder erfahren kann, ist einfach, in Paarprozessen ist es möglich, die eigene Sensibilität zu schärfen, auf sie zu hören, mehr auf eigene Wahrnehmung einzugehen. Und es ist möglich, auch das zu lernen und zu schauen, wo ist mein Zugang zu meinem Körper? Was brauche ich, um dahin zu kommen? Und jeder Mensch ist individuell veranlagt und meine Aufgabe ist, in diesen Paarsitzungen zu erspüren, welche Hilfsmittel der Mensch für sich selber am besten nutzen kann, was ihm hilft, zu sich selbst zu kommen in diesem Moment und sich auf seine eigene Wahrnehmung einzulassen. Und das geschieht in diesem gemeinsamen Prozess, wo die Offenheit füreinander da ist. Und wo jeder mitteilen kann, was gerade so in einem geschieht, sodass der Mensch es selber herausfindet, was ihn da drinnen stützt, dies zu erspüren. Darauf braucht es sich auch einzulassen. Du bietest eben die Möglichkeit, dass die Menschen in Gruppen, in deinen Gruppen über diese Themen sprechen, aber auch in Einzelsitzungen, ja? Einzelsitzungen oder Paarprozessen. Also in der Gruppe ist es nicht möglich von den Räumlichkeiten her, was wir im Moment hier haben. Der Raum ist zu klein.
aber in den Paarprozessen ist es möglich, dass das Paar für mehrere Tage bei uns auch hier ins Haus kommen kann oder für einen Tag kommen kann und dass man einen Raum öffnet, wo sie im Grunde genommen etwas Neues von sich selbst kennenlernen und erspüren können, wie es sein kann. Ah ja. Und hast du da bestimmte Zeiten für oder macht dir das immer individuell aus, wenn da ein Mensch oder ein Paar Interesse hat? Ja, das ist individuell. Die Zeit wird dann abgemacht und wie oft der Mensch am Tag kommen möchte oder ob das jetzt ein Tag sein soll oder jetzt zwei Tage, das entscheiden der Mensch selber oder das Paar. Gut, habt ihr noch weitere Fragen, über die du sprechen möchtest? Eine junge Frau, die schreibt, ich habe früher so Sätze gehört wie, wenn der Mann mit dir schlafen will, dann musst du das auch machen. Ich habe Erlebnisse gehabt, die nicht schön waren, wie man sich denken kann. Das steckt so in mir drin und ich merke, dass ich manchmal nicht selber bestimmen kann. Und es kommen Gefühle von Angst und Ohnmacht hoch. Frage, ist es sinnvoll, mit dem Partner darüber zu reden oder geht es nur um das Fühlen? Und was kann ich dem Partner sagen, wenn ich zwischendurch für mich oder damit sein will? Ich meine dann oft, dass ich mich rechtfertigen müsste, weiß es aber nicht. Mhm. Ja, der Satz, ich muss das machen, wenn der Mann das will, können wir sofort streichen. Also es ist einfach, es geht eher darum zu achten und zu wertschätzen, was das Gefühl jetzt in mir möchte und ob die Bereitschaft da ist. Und wenn ich mich in so eine Situation machtlos und ohnmächtig fühle, darf ich diese Gefühle fühlen und auch erlauben. Und wichtig ist auch zu schauen, welchen Rahmen brauchen sie die Gefühle. Möchte ich mich mit diesen Gefühlen zurückziehen oder kann ich mit dem Partner sein und in diese Gefühle reinspüren und sie mitteilen. Einfach nur mitteilen, ohne Vorwürfe an den Partner zu machen, sondern einfach das zu spüren, was in dem Moment ist. Und die Frage war, ob sie sich mit dem Partner austauschen kann. Ob es überhaupt darum geht, darüber zu reden oder nur um das Fühlen? Ja. Sowohl als auch, also das Fühlen ist ja wichtig, darauf zu achten und sich mitteilen, gerade wenn eine Partnerschaft am Anfang ist, wo der andere das nicht kennt, wäre auch wichtig, das mitzuteilen, damit der Partner auch nicht in diesem Moment irgendwie sie was zusammenstrickt, was mit ihm zusammen zu tun hat. Für mich ist es wichtig, da so ein Feingefühl zu entwickeln und zu spüren, was möchte ich jetzt für mich in diesem Moment? Möchte ich das überhaupt meinem Partner mitteilen oder möchte ich mich zurückziehen? Oder einfach es in dem Moment sein zu lassen, so wie es ist. Und das ist für jeden Menschen unterschiedlich von Moment zu Moment. Und die Antwort liegt in dem Moment, auf was du den Merkmal legst, wie wichtig das jetzt in dem Moment Gefühle für dich sind. Wie wichtig ist jetzt Rückzug oder Mitteilung und danach zu handeln. Ja, Nahis, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, die Fragen zu beantworten und fürs Interview da warst und für deine Offenheit und Weisheit. Vielen Dank. Ja, danke schön.